Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Ihr seht, ich habe wieder ein schönes Paket aus China bekommen. Hier drin steckt der Simpsons Quickie Mart, das Set 16004 von Lippin. Und natürlich heißt es nicht der Simpsons Quickie Mart, sondern I'm Simpson. Denn, sie wollen ja keine Markenrechtsprobleme hier bekommen. Okay, ihr seht schon, ich packe hier die einzelnen Tüten aus und was man direkt sehen kann, wir haben keine Bauschrittnummerierung. Das heißt, hier ist Sortieren wieder absolute Pflicht, damit man ordentlich bauen kann. Deswegen habe ich hier die ganzen Tellerchen und Plastikbecherchen schon da stehen. Und werfen wir einen Blick hier in die Anleitung. Ihr seht eine ganze Menge Sticker haben wir dabei und ein sehr schön bedrucktes Booklet mit 127 Seiten. Tja, und dann habe ich das Teil mal eben schnell durchsortiert. Die Lieferung erfolgte übrigens völlig problemlos. Keine Probleme mit dem Zoll, alles ist gut durchgekommen. Lieferzeit waren etwa 2,5 bis 3 Wochen. Und dann habe ich hier auch schon losgelegt. Erster Bauschritt ist hier das Polizeiauto zu bauen von Chief Wiggum. Und hier seht ihr schon, Gangschaltung, Lenkrad ist drin, Grundplatte ist auch schon drin. Und da habe ich so ja den ersten Abend, die erste Stunde, anderthalb etwa dran rumgebaut. Und mit schönen kleinen Details, hier haben wir auch schon die ersten Sticker aufgebracht vom Armaturenbrett und dem Donut natürlich, der nicht fehlen darf. 911 an der Seite stehen. Ja, man kann schon langsam erkennen, dass das hier ein Polizeiauto werden soll. Und allzu viel fehlt auch gar nicht mehr bei unserem kleinen Polizeiauto und es kann auf Jungfernfahrt gehen. Ab dafür! Jawohl, da rollt das kleine Teil hin. Quadratisch, eckig, aber eindeutig ein schönes Polizeiauto von den Simpsons. Hier vorne mit Nummernschildaufklebern Number One Doofus. An der Seite, das was ihr, also alles was ihr hier dran seht, sind Sticker. Hier sind keine bedruckten Teile dran. Also wirklich Stickerflut in diesem Set hier. Die Rädchen, die kann man einzeln drehen, da gibt es keine durchgehende Achse. Und den Kofferraum kann man öffnen. Ha, wunderbar, nichts drin, wieder zu. Und die Türen, die kann man auch nochmal öffnen. Und natürlich haben wir da drin auch so eine Jumperplate oder Jumperplates drin, dass man dort auch jemanden reinsetzen kann. Den Chief Wiggum zum Beispiel. Also, nettes kleines Polizeiautochen. Und hier bekommt ihr mal einen Überblick, wie das auf meinem Bautisch aussieht. Ganz, ganz viele Becherchen, viele Tellerchen und massig Teile. 2232 Teile hat das Set hier insgesamt. Und ja, da ist man eine Weile mit beschäftigt. Ich habe hier Hardcore-Bauen gemacht, denn ich hatte sturmfreie Bude am Wochenende. Meine Freundin war im Musical in Köln und ich habe hier einfach mal bis zum Bluten der Hände mal durchgebaut. Hier seht ihr die Grundplatte, da sind auch schon solche Gelenke dran, denn man kann den Quickie-Markt später aufklappen. Also man kann ihn zuklappen als komplettes Gebäude oder dann aufklappen, damit man die ganzen schönen Details sehen kann. Hier haben wir den Bürgersteig und die Grundplatte, die aus vielen einzelnen kleineren Platten zusammengebaut ist, was wirklich eine schöne Steifigkeit dann bringt. So, Regal Nummer 1 ist fertig hier, samt Kühlregal und eingefrorenem Rentner. Schöne, also wirklich wunderschöne kleine Details, die hier dabei sind. Das macht bei dem Set hier besonders viel Spaß. Schaut euch mal an, diese ganzen Kleinteile, also hier kann man sich drin verlieren, wenn das fertig ist. Das kann ich schon mal verraten. Hier gibt es so viele kleine Details. Ihr könnt die Kühltheken hier öffnen mit den Türen und das Milch drin. Da sind Muffins drin, Säfte drin, alles Mögliche. Übrigens, das auf den ganzen kleinen Teilen hier, das sind meistens Aufdrucke. Außer hier das Cash, das wir hier sehen haben, oder auch die Registrierkasse, das sind Aufkleber. Aber hier Squishy, diese Shakes, das ist alles aufgedruckt. Genauso wie hier die ganzen Zeitschriften und Zeitungen, auch die sind aufgedruckt. Schaut mal hier, Angry Dad, wirklich für Simpsons-Fans wunderschön, diese Liebe zum Detail. Natürlich hier von Lego, nicht von Lippin. Lippin hat es nur gut nachgebaut. Das muss ich sagen, hier hat alles wunderbar gepasst. Ich hatte keine Probleme, die Klemmkraft der Steine ist ganz hervorragend. Und dann haben wir hier so einen kleinen, ich weiß gar nicht, Snack-Automaten oder Limo-Cola-Automaten, den wir daneben haben. Hier Bass-Cola und noch ein paar Spielautomaten. Alles Sticker, die hier drauf sind. Aber schöne Referenzen aus der Serie. Wer die geschaut hat, der wird hier direkt erkennen, worum es geht. Auch draußen haben wir noch mal ein paar Sticker, die dann auf die Außenwände drauf kommen. Und schaut mal her. Ja, Müll muss natürlich auch weggebracht werden. Unser blauer Müllcontainer natürlich mit 2 Müllsäcken gleich mit drin. Den haben wir hier auch schon mal in dem Bauabschnitt fertig gebaut. Schönes Detail. Und dann hier unser Squishy Shake Maker.
Schönes Teil, oder? Das ist übrigens auch ein Aufkleber, hier Do Not Accept. Und auch oben darf der, das ist dieses Squishy, ist auch ein Aufkleber, der da drauf gemacht wird. Also Aufkleberflut ohne Ende, Freunde. Betrug wäre natürlich schöner. Bei den Aufklebern muss man immer ein bisschen Fingerspitzengefühl mitbringen, damit die ordentlich aussehen. Aber die Aufkleber, die sehen auch ordentlich aus. Also das ist eine gute Qualität. Und hier haben wir für den Müllcontainer auch schon seine kleine Abstellkammer-Garage mit Garagentor, wo der dann reinkommt. Nebendran schaut mal wunderschön hier. Die Telefone mit Schild, Parking Only, natürlich wieder geklebt. Bass Cola, bisschen Werbung, muss an so einem Laden natürlich auch nochmal dran sein. Hier haben wir die Eingangstüren, die sich öffnen lassen. Alles so in einem ja, ganz nett transparenten, blaustichigen, durchsichtigen Kunststoff. Nochmal Parking Only. Und ja, die Front nimmt jetzt schon mal Formen an, inklusive Fahrradständer. Und was ich sagen wollte, ja, die Aufkleber hier, gute Qualität, also lassen sich gut verkleben, ganz problemlos. Ihr seht schon, da sind einige von angebracht und hier haben wir auch schon ja, das erste Gelenk, wo wir was aufklappen können. Und da drin, ja, da ist sogar eine Maus mit Käse. Und hier das Leftorium von Ned Flanders natürlich zur rechten Seite. Und werfen wir mal einen Blick hier in das Innere. Nur für Angestellte, Maus und Käse haben wir da einmal. Da hat Apu wohl ein kleines Hygieneproblem im Quickie-Mart. Aber so, ja, schön. Nimmt richtig Formen an. Und man baut hier auch öfters mit größeren Steinen. Und dann geht das hier recht flott vonstatten. Und alles wird hochgezogen. Natürlich wird hier Sicherheit auch groß geschrieben mit Sicherheitskamera. Und, ups, da ist ein Stein nicht ganz unten. Und ja, hier könnt ihr sehen, noch mehr Regale. Da unten gibt es noch ein bisschen gutes Bier für unseren Humor. Und ja, also volle Ausstattung. Hier kann man gut einkaufen gehen. Hier nochmal der Blick ins Angestelltenbüro mit der Maus. Dann haben wir nebendran die Power Source mit Rainier Wolfcastle. Der Aufkleber allerdings, der könnte ein bisschen schöner sein. Der ist so etwas matt geraten. Dennoch ein sehr schönes Detail, wie was hier angebracht wurde. Und einmal zuklappen kann man es natürlich auch schon. So, weiter geht's. Bauen hat mir ja, wie gesagt, äußerst viel Spaß gemacht. Als Fan der Simpsons, der die Serie früher geschaut hat, verliert man sich ja einfach drin. Die ganzen kleinen Details hier, die machen einfach viel, viel Freude. Hier hatte ich weniger Freude. Hier hat ein Teil gefehlt bei diesem Kaffeeautomaten. Zum Glück nur auf der Rückseite. Da stört es jetzt nicht weiter. Kann ich einfach so hinstellen und er fällt nicht weiter großartig auf. Natürlich haben wir hier noch unseren Geldautomaten. Nochmal ein Kühlregal. Also Apu setzt hier ganz, ganz hohe Qualitätsansprüche. Viel, viel frisches Material, was er hier anbietet. Und natürlich ganz tolle kleine Details. Das Reinschauen, das sage ich euch, das macht hier unheimlich Spaß. Und hier sehen wir auch schon, wie es komplett zusammengeklappt wird. Wird von so einem kleinen Technikpin dann zusammengehalten. Ja, ist eine einfache Verbindung, aber funktioniert, hält schön zu und lässt sich auch leicht wieder aufklappen. Also, der Grundriss, der steht jetzt hier schon von unserem Quickie-Mart. Bauen wir noch ein bisschen Interieur. Hier gibt es die Donuts zu kaufen. Natürlich noch ein paar Zeitschriften. Und ja, so eine kleine Warmhaltetheke. Sehr nett. Natürlich nebendran brauchen wir auch noch einen Donutständer, wo die leckeren Donuts hier für Humor und natürlich die Corps Chief Wiggum, der futtert hier auch gerne drin sind. Natürlich stark überwacht von der Überwachungskamera zur Linken. Und ja, schaut mal her. So sieht es jetzt aktuell aus. Und die Teile werden langsam auch weniger, während ich hier anfange, das Obergeschoss zu bauen. Das macht übrigens richtig Spaß, hier dieses Schild zu bauen. Das E ist gebaut, Quick und Mart, das sind Aufkleber. Aber schauen wir nochmal uns komplett hier die Front zuerst an. Also, ihr seht, die Front sieht wirklich schön aus. Wir haben die Ziegel, wir haben die Aufkleber, wir haben hier den Eingangsbereich. Und das schöne Quickie-Mart-Schild, das macht wirklich was her. Man muss aber gucken, dass man die Aufkleber ordentlich gerade drauf bekommt. Übrigens, das Bauen des Daches mit diesen Ziegeln hier, das hat richtig Spaß gemacht. Da geht es tierisch voran, da hat man einen sehr, sehr schnellen, sichtbaren Baufortschritt. Und das Schild, ja, wie gesagt, klebt es ordentlich gerade drauf. Das E ist gebaut, sieht auch sehr schön und authentisch aus. Passt einfach die Optik. So, weiter geht's mit Interieur. Hier haben wir noch ein paar Verkaufsregale. Das sieht aus wie ja, Parfum, würde ich mal sagen. Und noch ein bisschen Kosmetikpapier auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir dann noch ein bisschen was zum Snacken, irgendwelche Törtchen. Und auch das Sale, was ihr hier seht, zum Beispiel, ist ein Aufkleber. Aber die Details, die man sich hier anschauen kann, die machen einfach nur Spaß. Überall könnt ihr einen kleinen Insider-Gag entdecken. Überall gibt es was, was einem dann doch ein Schmunzeln ins Gesicht treibt. Und ja, hier habe ich nochmal die frische Theke vom Obst gemacht. Bananen, Äpfel und
weiß ich, Birnen oder irgendwas, haben wir hier Hundefutter mit dabei. Übrigens alles extra so schräg angeordnet, steht so in der Anleitung, nach der sich sehr, sehr gut bauen lässt. Die Anleitung ist wunderbar und natürlich gibt es ja auch die Krusty-Cerealien, damit die Kinder fit und gesund in den Tag starten können. Also die Anleitung wirklich sehr schön, da ist alles gut zu unterscheiden, alle Farben und die unterschiedlichen Bauabschnitte top erklärt. Also, ganz, ganz hervorragendes kleines, naja, so klein ist es gar nicht, größeres Set mit über 2200 Teilen. Natürlich haben wir auch nochmal die Minifiguren mit dabei. Wir haben Huma, wir haben Bart, wir haben Marge, Apu, Snake, der hier abhauen will, und Chief Wiggum. Das ist also das ganze Konglomerat, das hier mitgeliefert wird. Und zu den Details komme ich später, denn ich werde hier noch ein ausführliches Review machen zu diesem Set, Leute. Denn es gibt viel zu sehen und viel zu entdecken, das zeige ich euch im Detail nochmal. Aber ich kann schon mal sagen, es waren nicht alle Teile dabei und manche Teile waren auch nicht in der richtigen Farbe dabei. Aber schauen wir uns nochmal kurz hier den kleinen Dachgarten an auf dem Quickie-Markt mit den Oberlichtern, damit auch ein bisschen Licht reinkommt. Gibt übrigens auch hier ein Lichtset für, das man noch dazu kaufen kann. Baue ich vielleicht auch nochmal irgendwann ein. Das Review findet ihr in meiner Playlist Lego Läppchen und Co. Und ich sage dann schon mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, euer Mi Apple Cat. Macht's gut!